Ich würde sagen, wir gehen rein. Drei unheimliche Geistervideos für die Dunkelheit. Ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, ihr seid wieder bereit für einige neue unheimliche Geistervideos. Natürlich. Falls ja, dann macht schon mal das Licht aus, Kopfhörer auf und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Kopfhörer, hier, seht ihr? Nummer 1. Poltergeist. Die folgende Videoreihe stammt von der im Flur installierten Kamera einer Familie, die seit einiger Zeit von seltsamen und unheimlichen Vorkommnissen in genau diesem Flur geplagt wird. Sie können sich die Dinge, die dort passieren, nicht erklären und da ihnen keiner glaubt, entschieden sie sich dazu, die Kamera anzubringen und jedes Ereignis mit ihren Zuschauern zu teilen. Wir gucken einfach mal, was dort so passiert. Ah, das sieht auf jeden Fall nicht sicher aus da. Das war jetzt aus einer anderen Perspektive, schätze ich mal, ne? Also ich muss sagen, irgendwie finde ich die Kamera weird, das ist wie so ein komischer Filter drüber, oder seht ihr das? Ich finde, das ist wie so ein Grunge-Filter oder so. Ganz weird. Ja, die Quali ist wirklich mies. Und es ist ein Standbild, ne? Standbilder, wisst ihr, kann man immer auch easier natürlich bearbeiten. Hä? Hat den Zettel da reingeholt? Tatsache, da ist irgendein Zettel reingeflogen. Ja, also es ist halt wirklich, wie gesagt, ein Standbild. Beim Standbild bin ich grundsätzlich ein bisschen kritisch, weil bei einem Standbild kann es natürlich ziemlich easy editiert sein. Man könnte theoretisch, ohne dass man es jetzt hier auf diesem Standbild sieht, einfach diese Tür geöffnet haben und halt mit einer guten Maske das einfach rausgeschnitten haben. Also es ist mir halt ein bisschen zu extrem, ich weiß nicht. Das ist so hammer-extrem, wisst ihr, wie ich meine? Das Video ist krass, schreibt Heiko, okay. Also das ist auch krass, was bis da jetzt da gerade passiert. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Hä? Okay, Moment. Langsam. Also das war schon überzeugend. Wenn Tiere drin sind, das ist immer ein bisschen überzeugender. Also, okay, Moment. Diese Katze ist in irgendeiner Tüte drin, wenn ich das richtig sehe, ne? Und plötzlich wird diese Tüte weggezogen? Nein, okay, nicht die Tüte wird weggezogen, sondern irgendwas, was hier drauf steht, ein Becher oder so, fliegt Richtung da. Der Becher fliegt jetzt Richtung Tüte. Okay, aber trotz alledem, den Becher kannst du ja theoretisch trotz, also den Becher kannst du ja trotzdem mit einem Fischerband irgendwie befestigen und hier ist ja ein Raum in diese Richtung ziehen. Das würde auch passen von der, wo er hinfliegt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon sehr extrem, ich weiß nicht, ich finde es sehr extrem. Weil die Tüte an sich, die zieht die Katze ja nur hinter sich her. Das ist ja nichts Paranormales. Dann kommt die Katze und guckt auf den Becher, ne? Die Kamera an sich wundert mich auch, weil was ist das für eine Kamera? Das sieht aus wie ein Handyformat irgendwie, ganz weird. Ich mach mal langsam, weil hier ist ja der Spiegel. Vielleicht werden wir anhand des Spiegels ein bisschen schlauer. Also, es sieht ein bisschen aus, als wäre hier hinten, bevor das Ding da rausgeflogen kommt. Ich weiß nicht, es ist ganz schwer zu sagen, ne? Man müsste jetzt reinzoomen. Nee, also, das ist zwar krass gemacht, aber das ist auch alles mit einer Fischerleine. Und auch mit Maskierungen im Schnittprogramm machbar. Also ich sag euch so, wie es ist, das wäre schwierig zu machen.
Der Ball rollt erst in die Richtung. Boah, es könnte sogar jemand, der das richtig gut kann, könnte das sogar 3D editieren. Weil es ist halt quasi nur ein Ball, ne? Aber auch der Schatten und so ist schon ziemlich akkurat. Also es sieht krass aus. Es sieht aus, wenn es vom Raum links ausgeht. Also das kann ich mir aber wirklich nicht erklären mit dem Ball jetzt. Also das habe ich jetzt spontan keine Erklärung für, muss ich echt sagen. Das wundert mich auch, ne, dass das alles nur auf diesen Bereich hier beschränkt ist. Das müsste ja wirklich auch sonst vielleicht woanders in der Wohnung passieren, ne? Was ist das denn? Da tropft irgendwas... Ne, hä? Hä? Also, Moment. Was ist denn das? Eine Lampe oder? Ah, da hat doch einer einen Knaller angezündet. Also da, was soll denn das sein? Also das ist schon hammer extrem, ne? Also, ist echt so, ne? Wenn das echt wäre, da wäre man echt schon umgezogen, ne? Aber man kennt jetzt die Hintergründe nicht, aber das wirkt so extrem, das wirkt sowas von extrem. Das ist wirklich einfach too much, als dass es echt sein könnte, aber es ist schon, es ist, also, ich weiß teilweise nicht, wie die das gemacht haben. Was denkt ihr? Könnte hier wirklich etwas Übernatürliches am Werk sein? Spukt es bei dieser Familie? Oder ist das Ganze einfach nur inszeniert? Unheimlich sind die Aufnahmen auf jeden Fall. Ja, safe. Ist unheimlich, ehrlich. Sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Nummer 2. Komisch. Versteckter Kunde. In diesem Video versteckt es uns in einen Friseursalon, nicht unbedingt der Ort, wo wir eines unserer Geistervideos erwarten würden. Doch in diesem Video einer Überwachungskamera passiert innerhalb des Ladens etwas wirklich Merkwürdiges. Oh nein, es wird bestimmt irgendwas mit diesen Dingern hier zu tun haben. Das sieht schon so leicht creepy aus irgendwie. Also hier, das bewegt sich schon mal ziemlich stark. Hier unten auch, aber es könnte halt Durchzug sein oder Klimaanlage hier, ne? Bin ich der Einzige, der sowas hier irgendwie unheimlich findet? Also ehrlich. Guck mal, irgendwas ist hier mit, ne? Hier oben, glaube ich. Oder? Jetzt das? Oh nein. Ich glaube, er hat's gesehen, oder? What the hell? Oh nein.
Oh nein, 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 nicht das unheimlichste Ding, ey. Scheiße, scheiße. Oh nein, Leute, ey. Man sieht klar und deutlich, wie auf einem der Stühle langsam aber sicher ein blaues Tuch über den Stuhl nach hinten heruntergezogen wird, ohne dass dort jemand steht. Einer der Mitarbeiter hat gar keinen Bock auf das, was er da sieht, und verlässt entschieden den Laden, während er versucht, die anderen davon zu überzeugen, dass dort etwas vor sich geht. Doch genau in dem Moment sieht man, wie ein Perückenkopf sich plötzlich bewegt und sogar in die Richtung des Mannes zu gucken scheint. Ich wäre auch rausgerannt. Was ist hier passiert? Spukt es in diesem Salon? Und würdet ihr euch nach einem solchen Erlebnis dort noch die Haare schneiden lassen? Nummer 3. Ja, aber nur aus Interesse, ob sowas nochmal passiert. Aber das sah echt unheimlich aus und das ist auch wieder so ein Ding. Ich würde jetzt nicht denken, dass das inszeniert ist, so was sollte das dem Salon bringen? Oder halt, die versuchen da irgendwie jetzt Leute auf ihren Salon oder so zu ziehen damit, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich wäre das schon inszenierbar mit einer Maskierung und so. Aber es hat schon ziemlich authentisch gewirkt, auch mit dem Kunden, der dann da saß und so. Ja, das ist halt die Sache, am Ende kann man es echt nie wissen, ja, Leute. Am Ende kann man es wirklich nie wissen. Aber ich meine, das macht es ja auch so spannend, sich solche Sachen anzugucken und so ein bisschen zu analysieren, ne? Dunkle Schatten. Jetzt schauen wir mal wieder beim britischen YouTuber und Geisterjäger Dark Arts TV vorbei, welcher in diesem Video zusammen mit 3 Freunden eine riesige und uralte verlassene Villa in Portugal besucht. Toblerone weiß Beste. Sag bitte Berghand nichts, okay? Wir sind gerade Trainingsphase. Man muss sie auch mal gut gehen lassen. Um diese zu erkunden. Schon bei der Ankunft und noch außerhalb des großen Gebäudes verspüren alle Anwesenden eine dunkle und unheimliche Atmosphäre und Stimmung, die von der alten Villa ausstrahlt. Interessiert daran, mehr über das Haus und seine Geschichte herauszufinden und eventuell auch auf übernatürliche Anzeichen zu stoßen, begeben sie sich dann also nach drinnen und betreten eine Zeitkapsel der besonderen Art. Den 4 eröffnen sich prunkvolle und beeindruckende Räume vergangener Zeiten und während sie so auf den Fluren und Gängen umhergehen, hat man das Gefühl, direkt in einem Film zu stecken. Doch nach einiger Zeit bemerken sie dann auch Alter, ey. Was ist das für ein kranker Lost Place? Sieht übel, übel geil aus. Schon seltsame Geräusche. Wir schauen einfach mal rein. Miss Mickey Montes, das sehe ich genauso. No way. These stairs are gonna be funny. Not in a joking way. Wow, the ceilings are so low. Oh man. Wow. Hammerhaus, ehrlich. Man sieht schon anhand der Architektur, wie alt das Haus ist. This is crazy. Da ist der erste Geist. How mad is this? Wow. This is scary, isn't it? Oh my god, freak me out. In dem Haus seht ihr mich? Das wäre geil, ne? Dann Mysteries. Eine Nacht, 24 Stunden. I think the floor's be alright. It's a little bit wonky. Das wäre echt geil. Okay, there's for a bathroom. How bizarre. A sink there as well. Wenn wir da ein Mysteries drin, Leute, dann habt ihr auch wenigstens eine anständige Kameraführung. Sorry. Das ist irgendwie so übel wackelig und auch dann noch mit den Balken oben und unten ist irgendwie ein bisschen weird. Boah, mega klein. Mega kleines Badezimmer, aber dann so Riesenbetten. Love the doors. Oh, it's painted. Another bedroom. Oh, the bedroom. Oh, hä? Bedroom. Oh. Ich hab's nicht gehört. I don't think
sound like a, it sound like a baby. I'm not joking you right now, it sounds like a baby. Hola. Vielleicht hat man es gehört, aber es war sehr, sehr leise auf jeden Fall. I'm on the top floor of my own now. But it definitely sounds like a baby. That's pretty damn creepy. Okay. Right, I'm hearing weird stuff now. I don't even like this. I just heard like a footstep come from this section. It could be the building moving. Could just be settlement. Also, er ist aber nur zur Erkundung des Ortes da, ne? Er macht ja jetzt keine Geisterjagd offensichtlich. Ey, ich wollte gerade sagen, okay, es ist ein uraltes Haus, es kann auch Geräusche machen, aber das war schon krass. Is the children with us? If you can understand me, come to- Also, wenn jetzt irgendwas mit der Puppe passiert, finde ich es ein bisschen weird, weil ich finde die Kameraperspektive schon komisch. Wenn er spricht, würde man normalerweise ihn filmen. Also wenn jetzt irgendwas hiermit passiert, ist das für mich fast schon die Bestätigung, dass da irgendwas falsch ist, würde ich vermuten. Towards us now and let us know that you are here with us. We've all felt your presence tonight in different areas of the building. Let's do this. Okay. Besser so. Yes. Okay, also sind auch doch Geisterjäger auf jeden Fall. Me. Yeah, me, I heard it. Du. Yeah. You come around. That film come around. Ah, me. Warum höre ich die Geräusche nie? Yeah. Is that you down there? You watching us? Ma'am. Ma'am, I'm shaking. Can you make another sound for us? There's something really bad happened here. Yes. Yeah. What happened? Rape. Rape her, I said. Mate, it was two syllables out. Wow, okay. Whoa. Haben wir was gesehen? Whoa. Nee, nur gehört wieder. Yes. What the fuck was that, bro? Also, Moment. What the fuck was that, bro? Jetzt habe ich so ein ganz leichtes Ah! Gehört, aber das habe ich erst gehört, als sie schon ausgerastet sind. What the fuck was that, bro? Es
Es war, kam irgendwie zu spät, dieses Geräusch, fast also, so, als wäre es eingefügt. Ihr? Könnten die vier hier auf übernatürliche Aktivitäten gestoßen sein und haben sie eventuell wirklich mit ihnen kommuniziert? Würdet ihr euch in einen solchen... Also ganz ehrlich, das hat das letzte Video fand ich jetzt nicht so überzeugend, weil sie haben ja quasi nur Geräusche gehört. Ja, also man hat nichts gesehen, sie waren jetzt auch nicht richtig in der Kommunikation, da kam halt einmal was raus, aber ansonsten... Das Gebäude trauen? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Das war's. Also die anderen Videos fand ich noch überzeugender als das dritte jetzt, aber... Ja, falls ihr es hier auf YouTube seht, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gerne auch bei Xander natürlich vorbeischauen. Daumen nach oben. Sehr, sehr gutes Video. As always, war auch nicht anders zu erwarten. Sehr, 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 sehr cool. So, meine lieben Freunde. Das war's mit Xanders neuestem Video. Also ich muss wirklich sagen, ich bin persönlich immer... Also ich finde das fast überzeugender, wenn weniger passiert irgendwie. Weil man muss einfach sagen... Man weiß einfach manchmal nicht, ob dann irgendwelche Sachen vielleicht doch inszeniert sind oder so. Man ist schon einfach mittlerweile, und das ist auch vollkommen logisch, bei dem ganzen Content und dem paranormalen Content, den es gibt, ist man ja auch einfach misstrauisch. Und das ist ja auch richtig so.